Hey, hier ist Alex und du hörst eine Folge Digitaler Optimisten, die es in sich hat. Ich rede mit Mike Malko, den wir übrigens schon vor über 2 Jahren im Podcast hatten, damals noch mit seinem ersten Startup Blair. Seitdem ist viel passiert und Mike ist mit seinem neuen Startup FastGen schon wieder im berühmten Y Combinator Accelerator Programm aufgenommen worden. Ich mag diese Gespräche mit Mike sehr, weil er hat einen klaren Kompass. Er ist kein Lifestyle-Gründer, der das Ganze macht, weil es gerade cool ist, sondern weil seine innere Stimme ihm sagt, dass er eben ein Gründer ist. Am stärksten kommt das raus, wenn wir über seine Mission sprechen. Und die Mission ist es, eine Enduring Company, also eine nachhaltige, resiliente Firma aufzubauen. Und natürlich interessiert mich dann auch, was so ein Typ wie Mike eigentlich für Geschäftsideen hat, die er leider nicht machen kann, weil er halt so beschäftigt ist mit FastGen. Turns out, eine ganze Menge Geschäftsideen. Du hörst Digital Optimisten und jetzt geht's los ins Gespräch mit Mike Malko von FastGen. Mike, herzlich willkommen zurück bei Digital Optimisten. Freut mich, hier zu sein. Ja, und du bist diesmal woanders als beim ersten Mal. Erstmal warst du, glaube ich, noch in San Francisco und wo bist du jetzt? Mittlerweile bin ich im Herzen von New York, in Manhattan, gerade im Homeoffice, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon die Ehre habe, hier wieder mit dir zu reden, dann nehme ich auch mein perfektes Setup. Und genau, bin jetzt seit letztem Jahr in New York, an der Ostküste. Gefällt mir gut. 3 Stunden weniger Zeitverschiebung nach Europa, was sehr hilfreich ist. Und auch von der allgemeinen Stadt her auf jeden Fall ein interessanter Wechsel nach so 3,5, 4 Jahren San Francisco. Das glaube ich. Mike, glaubst du, du bist der erste deutsche Gründer, der 2-mal den Y Combinator durchlaufen hat? Das ist eine gute Frage. Ich habe interessanterweise vorher noch nie über die Frage nachgedacht, aber jetzt habe ich das in den letzten 1-2 Wochen irgendwie 3-mal bekommen, die Frage. Ach was, ich dachte gerade, das ist so eine geniale neue Frage. Die Frage ist auch sehr gut. Und die vorher, wie gesagt, wir haben intern auch nie darüber gesprochen. Mhm. Aber 2 meiner Freunde haben mich das gefragt und ich kenne zumindest niemand anderen, aber es kann sehr gut sein, dass es irgendwen gibt, weil YC gibt es ja jetzt auch irgendwie schon was länger. Es gibt auch einige, gerade aus den USA, die auch schon öfters mal, also zum zweiten, oder es gibt, glaube ich, 1 oder 2 Leute, die es zum 3. Mal dann auch gemacht haben. Aber es ist zumindest eher die Seltenheit, vor allem dann auch aus Deutschland. Mhm. Sag mal, für alle, die es nicht kennen, obwohl wir ja viel über den Y Combinator reden, was ist der Y Combinator? Also ich kann dir die Analogie geben, die ich immer mit meinen Freunden oder den erweiterten Freundeskreis nehme, die überhaupt keine Ahnung von Startups haben. Da versuche ich immer zu sagen, das ist quasi das Harvard für Startups. Da haben die Leute so ein bisschen Verständnis zumindest davon. Mhm. Und wenn ich es dann ein bisschen genauer erklären müsste, ist es ein Startup Accelerator. Quasi einer der ersten Accelerator, die das wirklich auch als Programm skaliert haben. Und man kann sich vorstellen, das ist ein 3-monatiges Programm. Von Anfang bis zum Ende. Das Ende in der Regel mit Demo Day. Demo Day ist ein Tag, an dem man sein eigenes Startup präsentiert, den Fortschritt präsentiert vor Tausenden von Investoren auf der ganzen Welt, darunter die Top VC Funds, aber auch Angel Investoren. Und während des Programms versucht man so stark wie es nur irgendwie geht, das eigene Startup voranzubringen. Und es gibt verschiedene Programmpunkte bei YC, die man durchläuft. Man hat Events, man hat Speaker da und man kriegt auch Unterstützung von den Partnern dort. Viel mehr operative Unterstützung, als man es normalerweise von Investoren kennt, und hat einen sogenannten Batch, mit dem man das zusammen durchläuft. Ganz am Anfang, als YC angefangen hat, waren es nur eine Handvoll von Startups. Mittlerweile sind es so 200 pro Batch ungefähr. Und mit denen unterstützt man sich dann auch gegenseitig, so gut man es kann. Und ja, also allgemein würde ich es ganz kurz beschreiben als 3-monatiges Programm für Early-Stage-Founder, was einen als Gründer und auch vom Startup her aufs nächste Level bringen soll und in der Regel meiner Meinung nach auch dorthin bringt. Also absolutes Qualitätssiegel für Startups, ja. Ich glaube, alle, die durch den YC gelaufen sind, die sind erstmal auf der guten Seite bei Folgeinvestoren. Ich glaube, nicht nur die Startups, die schon durchlaufen haben, also Brex oder Airbnb, Dropbox, Stripe sind, glaube ich, die bekanntesten. Es gibt noch viel, viel mehr, die da zumindest beschleunigt wurden. Und aber auch, was ich mittlerweile irre finde, ist die Mentoren, die da sind oder die zumindest mal in der Vergangenheit mit dem Y Combinator assoziiert waren. Also Sam Altman war, glaube ich, lange der Chef. Der ist jetzt so ein bisschen, also der ist jetzt der OpenAI CEO und so ein bisschen, wie ich finde,
tritt gerade so ein bisschen in die Fußstapfen von Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, so als neue Generation von Tech-Gigant, ja, der, auf den man so ein bisschen schaut, wie man das vor ein paar Jahren auf Mark Zuckerberg und Jeff Bezos und die Google-Gründer und so weiter gemacht hat. Aber auch Paul Graham ist, glaube ich, legendärer Typ, ja, und noch viel, viel mehr, die da unterwegs sind. Also das ist schon echt spannend. Und du hast in unserem ersten Interview was ganz Spannendes gesagt. Da hast du nämlich noch wir kommen gleich noch auf auf deine vorherige Gründung Blair zu sprechen. Aber in unserem ersten Interview hast du was ganz Spannendes gesagt. Nämlich als wir über den Y Combinator gesprochen haben, hast du gesagt, wenn ich jetzt schaue, mit wem ich vernetzt bin, also nachdem du das erste Mal den Y Combinator durchlaufen bist, ist das ein meilenweiter Unterschied. Und ich habe mich gefragt, jetzt machst du das ja nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Also was ist jetzt anders beim zweiten Mal? Ja, also ich kann dir ein paar Sachen sagen, die anders sind, und ich kann dir ein paar Sachen sagen, die gleich sind. Lass uns gerne mit den Sachen anfangen, die gleich sind. Im Endeffekt, YC erinnert einen quasi jeden einzelnen Tag daran, was man machen sollte und was man nicht machen sollte. Und in der Regel, wenn man ein Gründer ist, gerade auch wenn man es schon vorher gemacht hat oder auch den ganzen Content liest, den YC rausbringt oder die Best Practices sich anschaut von irgendwelchen anderen Gründern, man weiß in der Regel, was die Sachen sind, die man machen sollte oder nicht machen sollte. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man es die ganze Zeit wiederhört von den Partnern, die da rumlaufen und dann auch operationalisiert bekommt oder ob man einfach nur das intellektuell versteht. Also einer der größten Mehrwerte ist einfach, Fehler zu vermeiden, die fast jedes Startup machen und dadurch sehr viel schneller sich vorwärts bewegen zu können. Und dann die Sachen, das war genauso wie beim ersten Mal. Klar, wir wussten irgendwie mehr, viele der Sachen waren nicht neu für uns, aber es ist trotzdem einfach gut, jedes Problem, was man hat, quasi so noch schneller lösen zu können. Und dann die Sachen, die ein bisschen anders waren. Zum einen, das Programm hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Wir waren Sommer 2019, der letzte Batch vor Covid. Da war alles komplett in Person, alles primär im Silicon Valley. Und die hatten auch ein San Francisco-Büro, wo dann einige der Events stattgefunden haben. Mittlerweile ist YC Hybrid. Was heißt Hybrid? Es gibt immer noch einige In-Person-Events, aber einige Sachen wurden auch über Zoom gemacht. Ein großer Unterschied zum Beispiel ist, unser Demo-Day beim letzten Mal war auf einer Bühne. Das heißt, wir sind am Ende auf die Bühne gestiegen, hatten ein paar hundert Investoren, die im Publikum saßen und dann halt noch viele weitere zugeschaltet via Zoom. Und dieses Mal musste ich quasi in meinem Homeoffice in Zoom meinen Pitch reinsagen, was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, weil man weiß, dass da irgendwie 1.000 Investoren oder 1.000 Investoren von der ganzen Welt zuhören, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man dann im Publikum Leute sieht, die vor 30 Jahren die größten VCs gegründet haben. Ich erinnere mich sogar noch sehr gut beim letzten Mal, dass ich auch Olli Samwer im Publikum gesehen habe, der natürlich aus der deutschen Szene dann irgendwie Gesicht ist, wo ich kurz gedacht habe, oh, das ist Olli. Und dieses Mal war es einfach nur meine Kamera, in die ich reingeguckt habe, was glaube ich ein großer Unterschied ist. Aber die Sache, die auch wieder gleich geblieben ist, der Spirit ist gleich. Ich habe jetzt schon sehr viele gute Freunde gefunden in unserem Batch, mit denen wir über den Batch zusammen sehr viel zusammen gemacht haben. Nicht wirklich Soziales, also wir waren jetzt nicht irgendwie viel in der Bar und haben uns da vergnügt, sondern wir saßen zusammen mit unseren Coworking Spaces oder Airbnbs, haben versucht, unsere Probleme zu lösen, haben gegenseitig unseren Code reviewed, haben teilweise über Go-to-Market-Strategien gesprochen. Also sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und es gab ja auch einen Grund, warum wir uns entschieden haben, es noch zum zweiten Mal zu machen. Und auch einige Unterschiede, einige positive Unterschiede und einige Sachen, wo ich auch schon mit den Partnern jetzt sehr detailliert drüber gesprochen habe, weil sie sehr interessant fanden, wie wir den Unterschied jetzt finden von 2019 zu jetzt. Haben wir uns jetzt auch gerade letztes Wochenende, habe ich mich nochmal intensiv mit ein, zwei Leuten aus der Partnerschaft unterhalten, was ich besser fand, was ich schlechter fand. Und sie haben auch jetzt schon einige der Anpassungen versprochen, um ein paar Sachen wieder zurückzubringen zu dem Prä-Covid-Level. Jetzt mal teilhaben, was hast du da gesagt? Was kann man besser machen? Oder ja, nee, ein, zwei Sachen kann ich sogar sagen. Also ein großer Unterschied war, dass 2019, noch immer davor, gab es die Dinners mit den Alumni in der Regel. Das sind dann einfach erfolgreiche Gründer aus dem YC-Universum, die zu den Dinnern kommen. Über die Inhalte darf ich halt nichts sagen, weil über das Konzept, das weiß jeder. Und das Interessante war, dass man einfach dort gesessen hat und dann saß Brian Chesky, der Gründer von Airbnb, 10 Meter vor einem auf der Bühne und hat halt seine Geschichte erzählt und dann Fragen beantwortet und danach noch
ist er ein bisschen da irgendwie rumgelaufen und man konnte in Person mit ihm sprechen. Dieses Mal waren diese Art von Dinner keine Dinner mehr, sondern es waren Zoom-Calls, die dann auch nicht am Abend stattfanden, sondern in der Regel am Morgen. Und das ist auf jeden Fall eine Änderung, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen hat, weil Morning-Zoom-Calls sind nicht so mein Gefühl von, oh, jetzt sitzt da Brian Chesky, sondern es hat sich mir so angefühlt, als würde man quasi einfach sich ein YouTube-Video anschauen. Und das ist auch eine Sache, die denen dann bewusst war, die sie ändern werden. Dafür hatten wir dann Meetups jede Woche, wo man sich dann abends getroffen hat und wo dann teilweise auch eben genau diese Gründer oder andere Alumni, die sehr große Companies gebaut haben, vorbeigeschaut haben. Aber das war ein großer Unterschied, den ich gerne ändern würde, wenn ich könnte, und wo auch schon gesagt wurde, dass da wahrscheinlich Änderungen kommen werden. Und dann gab es noch ein paar strukturelle Sachen, die beim letzten Mal besser waren. Aber dafür gab es auch einige Verbesserungen, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt mehr Geld, oder? Mehr Geld für die gleichen Anteile oder so. Der Deal hat sich ein bisschen verändert. Das war für uns jetzt gar nicht so ein großer Punkt, weil der Deal, das Geld an sich ist mir mehr oder weniger egal bei YC. Es ist natürlich nett, dass man irgendwie ein bisschen Geld bekommt, aber für die Terms macht es ja niemand. Wir hätten sehr viel einfacher für viel bessere Terms Geld einsammeln können, ohne YC. Aber ja, der neue YC-Deal ist, glaube ich, besonders interessant für Gründer, die, also gerade auch für First-Time-Founder oder für Founder auch in diesem Fundraising-Environment momentan. Vielleicht als Kontext für alle, der ursprüngliche YC-Deal, der hat sich ein paar Mal geändert. Und es gab auch, also ganz ursprünglich hat man, glaube ich, ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht mehr, aber ich glaube, ganz ursprünglich hat man 20.000 bekommen von YC. Dann irgendwann wurde es auf 100 zu 125.000 geändert. Und das war auch der Deal, den wir damals hatten, 125.000 für 6 oder 7% der Company, was von der Bewertung her natürlich nicht gut ist, aber YC bringt eben sehr, sehr viele andere Sachen ein. Und jetzt hat sich der Deal geändert auf, man bekommt 125.000 für 6 oder 7%, ich weiß es wieder nicht aus dem Kopf, das haben die auch ein paar Mal hin und her geschoben, vom Startup, und dann investieren sie noch $375.000 auf einem Convertible-Instrument, das quasi zur nächsten Runde konvertiert. Das heißt quasi, die investieren noch ein bisschen mehr Geld auf der Bewertung der nächsten Runde. Und der große Vorteil dafür, gerade in dem momentanen Fundraising-Environment für Leute, die entweder nicht so viel Fundraising-Erfahrung haben oder eben Schwierigkeiten hätten zu raisen, ist, wenn man 500.000 hat und ein Dreier-Gründerteam ist oder was weiß ich, dann muss man erstmal kein Geld einsammeln. Man hat Zeit zu experimentieren, man hat Zeit, in Richtung PMF zu kommen oder auch viele Sachen auszuprobieren. Was man halt mit 120.000, gerade in San Francisco mit den Preisen, nicht unbedingt hat. Das heißt, diesen zusätzlichen Puffer, den man sich kauft, gerade für Leute, die es zum ersten Mal machen, finde ich sehr, 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 also finde ich eine sehr gute Änderung, meiner Meinung nach. Gab es Momente, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass als du auf der Bühne standest, bei dem ersten Y Combinator Batch, dass du super nervös warst, ja, du hast es ja gesagt, da sitzt Olli Sammer, jetzt war das ein bisschen anders. Aber gab es Dinge, die du bewusst anders gemacht hast? Also, wo du vielleicht weniger aufgeregt warst oder wo du dir gesagt hast, ah, das war beim ersten Mal super, das mache ich genauso. Oder vielleicht, ach Mist, da habe ich noch eine Scharte auszuwetzen. Also bist du auch mit einem anderen Spirit da reingegangen? Ja, 100%. Also beim ersten Mal, es war wie eine persönliche Erleuchtung, überhaupt angenommen zu werden. Es war immer noch einer der besten Tage unseres Lebens, also von mir und meinen Mitgründern, als wir den Anruf bekommen haben, dass wir reingekommen sind, weil es nicht nur unsere Startup-Trajectory verändert hat, sondern logischerweise auch unser Leben sehr stark verändert hat. Viel einfacher gemacht, unser Visum zu bekommen für die USA, unsere komplette Startup-Journey dann auch zu supporten und den Erfolg auch maßgeblich mitzubestimmen. Und das Interessante war, also ich war auf der Bühne, war ich überhaupt nicht nervös. Ich hatte sogar richtig Spaß auf der Bühne. Also ich habe mich da so wohl gefühlt, auf der Bühne zu stehen. Und dieses Mal mit Zoom fand ich um einiges weniger ansprechend. Aber auf die Bühne zu stehen und einfach über unser Company zu sprechen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Allgemein hatten wir auf jeden Fall weniger Seniorität damals und weniger Erfahrung. Wir hatten das Unternehmen 3 Monate vorher gegründet. Das war unser erstes Unternehmen. Und dann sind wir in YC rein. Das heißt, wir waren logischerweise viel weniger erfahren, was gefühlt alles angeht. Und diesmal sind wir mit sehr viel mehr Erfahrung, Wissensschatz, Best Practices reingekommen. Wir hatten schon sehr viele Prozesse, die wir über die Jahre davor im anderen Startup gebaut haben, sowohl was das Zwischenmenschliche unter uns Gründern angeht, weil, ich hatte es noch nicht erwähnt, wir sind genau das gleiche Gründerteam jetzt für das nächste Startup wie vorher auch. Und wir wussten auch viele Sachen, die
YC empfiehlt, weil das ist genau die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen oder unsere Startups bauen, versuchen alle YC Best Practices zu verfolgen. Das heißt, wir haben uns quasi gar nicht mehr, wir haben uns nicht mehr so sehr darauf konzentriert, die Basics zu verstehen, also die kannten wir, sondern wir haben uns sehr darauf konzentriert, zusammen mit den Partnern und der erweiterten YC-Community, auf die man Zugriff hat, unsere speziellen Probleme zu lösen und dann einfach noch schneller zu agieren als vorher. 80% der Sachen wussten wir, wie wir sie machen wollen, und die 20%, die entweder neu waren oder wo wir externen Input haben, haben wir dann sehr schnell mit den Partnern zusammen aus dem Weg geschafft. Also ich glaube schon, dass es ein sehr großer Unterschied ist, ob man es zum ersten oder zum zweiten Mal macht. Zum anderen waren wir auch dieses Mal überhaupt nicht nervös, was Fundraising angeht, weil wir wussten mehr oder weniger, dass wir gut dastehen, sowieso schon, weil wir eben vor YC, weil YC einen größeren Deal hat und vor allem auch, weil wir vor YC schon ein bisschen Geld eingesammelt hatten. Das war natürlich beim ersten Mal YC nicht so, da sind wir einfach quasi in YC rein, hatten ganz wenig Geld irgendwie vorher eingesammelt. Das heißt, die Situation war allgemein ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir waren um einiges gefestigter und haben viele der Sachen, die wir damals bei YC hätten anders machen wollen, wir haben uns sogar eine Liste aufgeschrieben, diesmal auch anders gemacht. Wir haben noch mehr Wert darauf gelegt, wirklich den Kernfokus auf das Startup zu setzen. Und wir haben es auch unter uns drei ein bisschen stärker aufgeteilt. Ich war primär damit beschäftigt, die ganzen YC-Sachen mitzumachen, das Netzwerk noch weiter zu erweitern, den richtigen Input von den richtigen Leuten ranzuholen. Und meine beiden Mitgründer haben sich fast ausschließlich einfach nur auf das Startup konzentriert. Das ist eine interessante Aufteilung. Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side-Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaloptimisten.de/quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Lass uns mal deinem ersten Startup Blair kommen. Das ist ein super spannender Value Proposition, nämlich sogenannte Income Share Agreements. Ich formuliere es mal und korrigiere mich, wenn ich das falsch sage. Im Grunde genommen ist vor allem in den USA ein Riesenproblem. Kredite für Studium sind super teuer. Belasten viele Leute, ich glaube auch die Preise fürs Studium sind explodiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und die Idee ist, Studenten treten einen Teil ihres zukünftigen Einkommens ab und erhalten dafür die Geldmittel zur Finanzierung ihres Studiums, und ihr facilitatet das und habt verschiedene Finanzinstrumente aufgebaut, um sowas zu machen. Jetzt machst du offensichtlich was Neues. FastGen heißt deine neue Firma, sprechen wir gleich drüber. Was ist mit Blair passiert? Ja, also ich gebe dir die Kurzfassung, weil alleine über die Story könnten wir 2 Stunden reden. Okay. Aber im Endeffekt für alle, um die Reise einmal mitzugehen, wir haben es Anfang 2019 gegründet. Wir haben mit Direct-to-Consumer-Income-Share-Agreements angefangen. Und was das heißt, war, dass wir quasi Studenten in den USA ermöglicht haben, sich auf unserer Website zu bewerben, alle quasi wichtigen Daten anzugeben, und dann haben wir denen basierend auf unserem Algorithmus ein Angebot gemacht, wo wir gesagt haben, wir können euch so und so viel Geld geben für die und die Terms. Das heißt, wir hatten irgendwie individualisierte Angebote für alle. Dafür habe ich mich darum gekümmert, das Geld reinzuholen von externen Investoren, was wir dann in die Studenten investieren können. Einer meiner Mitgründer hat sich um die kompletten Operations gekümmert und auch darum, dass wir die Studenten finden. Und der dritte Mitgründer war auf der Tech-Seite primär aktiv. So, und das lief dann relativ gut, bis Covid kam, Anfang 2020. Als Covid dann kam, war nämlich das Problem, dass wir in einem Business Model waren, wo wir Geld brauchten, um Geld zu machen, weil unser ursprüngliches Business Model war halt, wir geben den Studenten Geld und die zahlen uns irgendwann mehr zurück. Das Problem war, dass aber durch Covid der komplette Kreditmarkt einfach leergesaugt war für einen gewissen Zeitraum. Also du konntest einfach aufgrund der Unsicherheit von Covid für 4, 5, 6 Monate, so Mitte 2020, einfach keine vernünftigen Kredite aufnehmen, und die brauchten wir, um Geld zu machen, weil wir eben nichts in die Studenten sonst hätten investieren können. Das heißt, wir haben das Business Model ein bisschen umstrukturiert und sind in B2B2C gegangen und haben angefangen, die Infrastruktur für Income Share Agreements zu bauen.
Primär, weil wir gemerkt haben, dass wir quasi alles selbst bauen mussten. Wir hatten zwar mit einigen Anbietern gesprochen, die gesagt haben, dass sie Software für Income Share Agreements anbieten, aber es waren in der Regel einfach Software für normale Kredite, basierend gefühlt auf Technologie von 1990. Und so hat es sich auch angefühlt. Das heißt, wir haben viel selbst einfach intern gebaut und dann den Schwung sozusagen gemacht und diese Software an Schools direkt verkauft. Und Schools waren entweder Universitäten, es waren aber auch Ausbildungseinrichtungen für Klempner, für Elektriker, also was man irgendwie Blue Collar nennen würde hier in den USA. Und es waren auch Bootcamps, wo man ein Software-Engineer wird in ein paar Monaten oder eine Tech-Salesperson in ein paar Monaten. So, das hat dann ganz gut funktioniert. Dann haben wir auf der anderen Seite aber gemerkt, dass diese Schools oft auch Financing-Bedarf hatten und quasi ihre eigenen ISAs verkaufen wollten. Das heißt, wir haben dann einen Debt Fund geraced, erst von Family Offices und dann nochmal einen 100 Millionen Debt Fund separat von einem großen Global Asset Manager, den wir dann benutzt haben, um den Bildungseinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, diese Agreements abzukaufen. Nicht von allen, sondern nur von ein paar bestimmten, die Kriterien erfüllt haben. Und das war dann sozusagen unser Businessmodell 2021. Dann haben wir auch eine relativ gute Equity-Runde geraced. Und 2021 war ein ziemlich gutes Jahr für uns. Riesen-Debt-Runde geraced, Growth lief sehr, sehr, sehr gut. Also wir konnten uns nicht beschweren. Wir haben jede Woche eine neue School geclosed und hatten sehr gute Repayment-Rates auf der Studentenseite. Das Problem war dann aber, dass letztes Jahr, 2022, sich die Regulierung gedreht hat. Und wenn sich die Regulierung dreht in einem Markt, der sehr stark reguliert ist, beziehungsweise sehr viele verschiedene regulatorische Dränge hat, die versuchen, in diesen Markt einzudrängen, ist halt sehr problematisch. Und es war nicht nur eine Sache, sondern es waren drei verschiedene Sachen, die dann nacheinander kamen. Zum einen, erst hat sich in Kalifornien die Regulierung einmal in die falsche Richtung entwickelt. Das war schon ein Problem. Dann kamen andere Staaten ein bisschen dazu. Dann gab es national Änderungen, die dazu geführt haben, dass man Income Share Agreements nicht mehr in dem Maße anbieten konnte wie vorher. Und zu guter Letzt hatten wir, was wir intern ein Mini-FTX genannt haben. Oh je. Also für da kann alle, nichts Gutes kommen, was jetzt danach kommt. Genau, also für alle, die ihr habt wahrscheinlich gehört, aber FTX, riesen Crypto-Player, die mehr oder weniger untergegangen sind vor nicht allzu langer Zeit, wegen Betrug, ein paar anderen Sachen, ohne jetzt da tief einzugehen zu wollen. Aber die Analogie funktioniert ganz gut, weil es gab in der ISA-Industrie eine Bildungseinrichtung, die auch sehr schnell gewachsen ist, die tausende von Studenten gemacht hat, die auch ISAs benutzt hat, die aber, das kam dann Mitte letzten Jahres raus, sehr fragwürdige Sachen gemacht haben mit den Studenten. Die haben angefangen, Studenten zu verklagen, was immer eine sehr schlechte Idee ist, haben noch ein paar andere sehr schlechte Praktiken gemacht und haben sich dann auch nicht dafür entschuldigt, sondern quasi nochmal doppelt irgendwie sind sie in die gleiche Richtung weitergeprescht, was dann dazu geführt hat, dass sie von Regulatoren in den USA verklagt wurden, die dann nicht nur sie verklagt haben, sondern alle Partner, die da irgendwie mit drin waren. Die waren auch einer von unseren Kunden unter anderem. Wir haben relativ schnell dann den Vertrag mit denen gekündigt, aber dann fing es an, der erste Staat kam rein, der nächste Staat, also wenn ich Staat sage, die Regulators in den jeweiligen Staaten kamen rein, haben dann angefangen, diesen Anbieter zu verklagen und irgendwann waren es dann 25 Staaten, die quasi investigated haben, die teilweise aktive Lawsuits reingebracht haben. Dann sind Lawsuits in jede Richtung geflogen. Dieser Anbieter, ich darf das mittlerweile sagen, ja, dieser Anbieter hat uns dann verklagt. Wir haben das am Ende gewonnen. Also wir haben jedes einzelne Lawsuit, was irgendwie in unsere Richtung kam, relativ eindeutig gewonnen. Aber das Problem ist an der ganzen Sache, zwei Hauptprobleme. Problem Nummer eins ist, Lawsuits in den USA sind ungemein teuer, selbst wenn man im Recht ist. Also für jedes einzelne Lawsuit muss man mindestens, in dem Space, es gibt immer verschiedene Masse, mindestens 100, 150, teilweise $200,000 einplanen. Und wenn dann irgendwann in der Branche, in der man ist, Hunderte an Lawsuits in jede Richtung fliegen, kann man nicht schnell ausrechnen, dass es sehr schnell sehr teuer werden kann. Und dann der zweite Punkt war, dadurch, dass die Regulatoren alle in diesen Markt so reingedrungen sind, gab es die Möglichkeit nicht mehr wirklich zu wachsen, weil alle Bildungseinrichtungen logischerweise gesagt haben, okay, aber die ganzen Regulatoren kommen rein, ich will mir die Probleme nicht ins Haus holen. Das heißt, ich biete diese Agreements, auch wenn ich sie sehr gut finde und meine Studenten das theoretisch haben wollen würden, biete ich sie jetzt erstmal nicht mehr an. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, glücklicherweise haben wir um einiges früher geschaltet als viele der anderen Spieler im Markt. Das heißt, wir haben dann alle Assets verkauft, den Debt Fund verkauft, die Technologie verkauft, die Kundenverhältnisse, die wir hatten, verkauft.
und uns dann dazu entschieden, das Geld an die Investoren zurückzugeben, sowohl das Geld, was wir noch hatten, als auch das Geld, was dann über die Verkäufe reinkam, und uns dann entschieden, was Neues zu bauen, weil es ging einfach nicht mehr. Das Interessante war, wir hatten auch noch sehr viel Geld von unserer letzten Equity-Runde, das heißt, wir hätten theoretisch einfach weitermachen können mit was anderem. Das Problem war aber, dass die Entity, dadurch, dass diese ganzen Lawsuits hin und her geflogen sind, nicht mehr in der Lage dazu war, also wir hätten keine weitere Runde mehr raisen können mit dieser Legal Entity, weil da einfach zu viel dran gesteckt hat. Und genau, wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, wie ich gerade gesagt habe, die Assets zu verkaufen, das Geld dann an die Investoren zurückzugeben und eine neue Entity zu gründen und was Neues zu bauen. Das heißt, ja, 2022, anstrengendes Jahr. Ich habe sehr viel mehr über das US-Rechtssystem gelernt, als ich es wollte. Ich habe sehr viel mehr mit US-Politikern gesprochen, als ich es wollte. Wir haben mit US-Senatoren gesprochen, wir haben mit US-House-Representatives gesprochen, wir haben mit Regulatoren in der ganzen Nation gesprochen. Ich habe irgendwann mehr mit Politikern und Regulatoren gesprochen als mit Kunden, was in der Regel ein schlechtes Zeichen ist. Schlechtes Zeichen. Genau. Aber insgesamt sind wir trotzdem glücklich, wie wir aus der ganzen Sache rausgekommen sind. Wir haben, unser oberstes Credo war, Studenten beschützen. Wir wollten nicht, dass die Studenten irgendwelche Nachteile davon haben, dass quasi einige andere Schools oder irgendwelche Regulatoren irgendwas Schwieriges machen. Alle unsere Kundenverhältnisse haben wir gut übergeben. Die Investoren, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ich glaube, die haben wir immer gut auf dem Laufenden gehalten, und so ziemlich alle sind auch trotzdem sehr zufrieden mit dem Versuch, den wir da gewagt haben. Und viele von diesen Investoren sind jetzt auch sogar wieder Investoren in unserer neuen Company. Okay, das ist ja so ein bisschen der ultimative Test eigentlich, ne? Bisschen so ein Retention von Investoren. Ja, unsere Investoren-Retention ist sehr hoch. Das ist keine KPI, die ich auf unser Dashboard packe, aber ja. es war ein sehr gutes Vertrauenszeichen. Ich hatte sogar einige Investoren, die dann mir quasi aktiv gesagt haben, Mike, wir bewundern, wie sehr ihr da gerade kämpft und wie ihr auch versucht, unser Geld da irgendwie noch zu beschützen, weil viele von den Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren halt auch nicht auf unser eigenes Wohl, also Gründerwohl, optimiert. Wir hätten sehr viel Zeit sparen können, wenn wir die Entity einfach sofort zugemacht hätten, sofort was Neues gemacht hätten, nicht versucht hätten, diese ganzen Rechtssachen noch gut voranzubringen. Aber das hätte halt bedeutet, dass das komplette Geld halt mehr oder weniger weg gewesen wäre, was wir logischerweise nicht wollten. Oder beziehungsweise was wir nicht wollten. Offenbar war es gar nicht so eine logische Entscheidung, basierend auf einigen Konversationen, die ich hatte. Und die haben dann auch teilweise gesagt, ihr solltet einfach quasi den Move machen, was Neues gründen und das abschreiben. So haben wir es nicht gemacht. Wir haben halt die etwas härtere Methode für uns gewählt. Aber dann trotzdem am Ende stehen wir jetzt, glaube ich, wieder sehr gut da. Das neue Startup macht sehr guten Fortschritt. Alle unsere Investoren sind mehr oder weniger glücklich mit der Gesamtsituation. Wir konnten es schaffen, dass die Studenten nicht davon beeinflusst werden. Und einige Leute, die bei Blair aktiv waren, haben sogar auch noch einiges an Geld gemacht. Vor allem die halt in den Debt Fund investiert hatten, weil die Performance von den Studenten war von Anfang bis Ende in der Regel, also die Repayment-Performance war sehr gut. Das ist so die kurze Version des Ganzen. Ja, vielleicht nochmal ein Aspekt des Ganzen. Du hast eben gesagt, dass du mit den Leuten zusammenarbeitest, mit deinen Co-Gründern, mit denen du auch Blair gemacht hast, jetzt in der neuen Company FastGen. Jetzt, wenn ich mit vielen Gründern spreche, wenn man merkt, es läuft doch nicht, ja, weil man baut sich, man motiviert sich ja auch dadurch, dass man große Pläne hat, ja, dass man gemeinsam eine Vision hat, und wenn man dann merkt, eurem Fall jetzt, wenn ich dir zuhöre, regulatorischer Druck, externer Druck, der auf euch zugekommen ist, den ihr so nicht gesehen habt, und plötzlich ist diese Vision nicht mehr erreichbar, dann stelle ich fest, dass es häufig eine große Belastung ist fürs Gründerteam, weil man ja auch dieser gemeinsamen Vision hinterher läuft. Jetzt ist es offensichtlich bei euch nicht passiert. Also wie seid ihr damit umgegangen als Gründerteam, und wie hast du verhindert, dass das Team in unterschiedliche Richtungen läuft? Du meinst, in unterschiedliche Richtungen läuft, nachdem wir quasi Blair abgeschlossen haben? Ja, also es gab ja in dem Prozess sicherlich viele Momente, dass jemand sagt, boah, Mist, das hat alles nicht geklappt, lasst mich in Ruhe, ich gehe jetzt raus. Ja, ist mir egal, ich habe schon 5 andere Angebote, übrigens OpenAI hat angefragt oder Google, ja, ich mache jetzt hier, ich streiche mir jetzt Kohle ein und
jetzt erstmal 3 Jahre in Corporate oder so. Ja. Also es gibt ja schon viele Möglichkeiten, dass man sagt, jetzt lasst mich in Ruhe, ich mache was anderes. Ja. Aber ihr seid ja zusammen den Weg gegangen. Also wie ist euch das gelungen? Ja, das Interessante ist, es gab niemals auch nur den kleinsten Anschein, dass irgendwer von uns nicht weitermachen würde. Und es gab auch nie die Frage, ob wir als Gründerteam zusammen weitermachen, sondern es gab immer nur die Frage, was wir als nächstes bauen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Kernsachen, für die ich unglaublich dankbar bin. Ich weiß einfach, dass ich mit meinen Mitgründern zusammen irgendwas Großes bauen will. Und nicht nur, dass ich es will, ich weiß auch, dass wir was Großes zusammen bauen werden. Die Frage ist halt nur, was und wann. Wir glauben jetzt, dass FastGen die Sache ist, die groß wird. Aber wir hatten natürlich ein paar unterschiedliche Meinungen im Prozess dazu, was wir bei Blair versuchen sollten, wie wir das Ganze abwickeln sollten. Es gab auch, ich glaube, eine der Kernkonversationen, wo wir ursprünglich anderer Meinung waren, war, ob wir nach dem Verkauf der Assets oder sogar ohne den Verkauf der Assets in der alten Entity weitermachen sollten oder nicht. Aber im Endeffekt wurde nie die Co-Founder-Beziehung in Frage gestellt, sondern es wurden immer die Inhalte in Frage gestellt. Und ich glaube, der Kerngrund dafür, es sind, glaube ich, 2, 3 Gründe. Nummer 1 ist, wir haben einfach ein riesiges Vertrauensverhältnis untereinander. Wir hatten das schon, bevor wir angefangen haben, haben das dann über die Jahre sehr stark vertieft und sind quasi nur noch enger zusammengewachsen. Der zweite Punkt ist, wir alle drei sind auf unsere eigene Art und Weise extrem gut in dem, was wir machen. Wir haben auch alle unsere Schwächen, die uns dann gegenseitig sehr stark bewusst sind, aber wir sind sehr gut in unserer eigenen jeweiligen Rolle und haben gute Synergien. Und zu guter Letzt ist es halt, also wie wir darüber nachgedacht haben, war unser Traum oder unser Ziel zusammen ist, eine große Company zu bauen. Irgendwas, was, also wir nennen es Enduring Company intern. Aber die Frage, welche Company das ist, das war es halt nicht Blair, wird es halt die nächste sein. Also wir denken halt ein bisschen langfristiger in der ganzen Vision nach und wir wissen, dass wir große Sachen zusammenbauen wollen, aber wir beziehen das nicht auf die einzelne Entity, sondern auf den gesamten Weg. So würde ich das beschreiben. Und vielleicht noch einen kurzen Nachtrag dazu, weil das Coole ist, und da bin ich auch besonders stolz drauf, aus allen anderen Sachen, wir haben nicht nur das Gründerteam zusammengehalten, sondern wir haben auch die ersten 4 Software-Engineers, die wir bei Blair eingestellt haben, haben wir wieder bei FastGen eingestellt. Das heißt, wir sind quasi mehr oder weniger das gleiche Kernteam, wie wir es vorher waren, jetzt auch in dem neuen Unternehmen. Und das ist für mich nicht nur ein Zeichen dafür, dass gerade auch mein Co-Founder und CTO eine sehr gute Arbeit gemacht hat, das Team irgendwie zu bauen und da ein großes Vertrauensverhältnis zu schaffen, sondern dass wir einfach beidseitig davon überzeugt sind, dass es externe Umstände waren, die bei Blair das Problem waren und nicht das Team, Gründerteam oder die Leute, die wir eingestellt haben. Und ja, jetzt sind wir mit quasi 7 Leuten, die sich sehr gut kennen, die seit 3 Jahren zusammenarbeiten. Mit YC-Backing arbeiten wir an was anderem, wo es keine Regulation gibt, was einer der Hauptgründe, oder nicht der Hauptgründe war, aber was einer der Hauptausschlussfaktoren für mich auf jeden Fall war, unklare Regulation. Da bin ich erstmal raus. Genau, und jetzt müssen wir einfach zeigen, dass wir exekuten können. Und ich glaube, da sind wir in einer sehr, sehr, sehr guten Position. Das heißt, Alternative Food Proteins hättest du sicherlich nicht gegründet oder sowas? Wahrscheinlich also nicht. Ich bin auch nicht der beste Biotech-Gründer, glaube ich. Das okay. Mache ich vielleicht irgendwann mal in 15, 20 Jahren, wenn es dann wirklich nur so um so Vision, Mission-driven Sachen geht. Und ich bin dann irgendwie mein kleines Imperium irgendwie zusammenbaue und verschiedene Sachen auf einmal mache. Vielleicht kommt dann irgendwie ein bisschen Alternative Food. Aber jetzt gerade gibt es, glaube ich, sehr viele, sehr viel geeignetere Leute, die an Alternative Food bauen. Auch wie ein paar meiner Freunde. Ich probiere dann auch immer wieder mal aus und stelle mich als Testesser zur Verfügung. Ja, gut, dann bist du halt kein Gründer, sondern Testesser. Genau, ist ja auch okay. Genau. Ja. Ich habe sogar auch in zwei Alternative Food Startups selber investiert. Aber die können das besser als ich. Okay, Investor und Tester, aber dann nicht Gründer. Genau, aber ich glaube, jetzt ist höchste Zeit, über FastGen zu reden. Was ist FastGen und was hat den Y Combinator daran begeistert? Ja, also die einfache Beschreibung für FastGen ist, die wir auch gerne benutzen, wenn wir irgendwie es auf einem höheren Level versuchen zu beschreiben, ist es wie Webflow, nur für das Backend. Für alle, die Webflow nicht kennen, Webflow ist eine sehr einfache Art und Weise, Webseiten zu bauen, wo man sich die
quasi die eigene Landingpage, die eigene Website per Drag and Drop zusammenstellen kann, aber dann auch Detailänderungen treffen kann, die man mit anderen Website-Bildern in der Regel nicht so in dem Maße machen kann. Und wir wollen das gleiche Prinzip auf das Backend verwenden. Und vielleicht für alle weniger technischen Leute, ich versuche es nochmal ein bisschen stärker zu abstrahieren. Das Frontend ist das, was man einfach auf dem Bildschirm sieht. Also die Webseite, die Mobile-App, die man offen hat. Also das, was der End-User, der Benutzer sieht. Und das Backend ist das, was im Hintergrund passiert. Das sind die Daten, die gespeichert werden. Zum Beispiel, wenn man sich einen Account macht und seine E-Mail eingibt, sein Passwort eingibt. Oder wenn man bei Airbnb auf der Webseite ist und man sieht die Bilder und man sieht die Preise und man sieht die Texte. Diese Sachen sind in der Regel, ich versuche es zu abstrahieren, und alle technischen Leute, die zuhören, werden vielleicht schimpfen und sagen, oh, das stimmt aber nicht, es gibt den Edge Case hier, wo es anders ist, aber die Sachen werden dann in der im Backend gespeichert, in einer Datenbank, die wir auch anbieten bei FastGen, und es gibt zwischen dem Frontend und dem Backend einen Kommunikationslayer, damit das Frontend weiß, was es quasi anzeigen soll, und dieses Kommunikationslayer sind die APIs, die man benutzt. Und was wir bei FastGen quasi anbieten, ist eine einfache Art und Weise, sehr performante APIs zu bauen und gleichzeitig die Daten, die man speichern möchte, auch bei uns zu speichern. Das heißt, man hat auf der einen Seite das Frontend, worum wir uns nicht kümmern, und dann hat man die Application-Logik, die man bei uns bauen kann, und den Datenspeicher, den man auch bei uns bauen kann. Und genau, wir glauben, dass wir sehr viel Komplexität wegabstrahieren können. Das ist in der Regel beim Backend, aber auch beim Frontend oft das Hosting von Sachen und dann auch die einfache Art und Weise, Sachen zu bauen. Und haben uns dazu entschieden, FastGen zu bauen, weil wir bei Blair, bei unserem letzten Startup, öfters in das Problem kamen, dass wir immer die gleichen Sachen wieder neu aufsetzen mussten. Wir hatten so viele verschiedene Produkte, weil wir so viele verschiedene Stakeholder hatten, und haben dann irgendwann gesagt, es muss eine bessere Art und Weise geben, diese Sachen zu bauen. Und so ist FastGen entstanden. Und wir haben jetzt gerade unsere Private Beta gelauncht, vor mittlerweile 5,5 Wochen, arbeiten gerade mit 20 Kunden daran, auf die Public Beta zuzulaufen, die jetzt im Sommer kommen würde. Und ja, es ist auf jeden Fall eine andere Art und Weise, ein Unternehmen zu bauen. Aber ich höre jetzt auch mal ganz kurz auf, weil sonst rede ich zu lange. Nee, gar nicht. Jetzt, das verstehe ich. Also es ist auch das Thema, der größere Trend, auch No-Code. Ja, wenn du sagst, ein Visual Drag-and-Drop-Bilder, das ist für mich immer so ein bisschen No-Code oder Low-Code, ja, wie auch immer. Mhm. Ja, Low-Code in unserem Fall, was sogar, also man kann es auch No-Code benutzen, aber es wird quasi mehr powerful, wenn man es auch Low-Code benutzt. Aber ja, der ganze Space wächst auf jeden Fall sehr schnell und ist meiner Meinung nach sehr interessant. Mhm. Und lass nochmal, also was hat den Y Combinator daran begeistert? Also ihr müsst ja irgendein Problem besser lösen, du hast es gerade schon gesagt, ihr habt selber probiert, ihr habt dann immer eure Developer gehabt, eure Coder, die das immer und wieder neu gecodet haben, neu das Backend aufgebaut haben. Das geht jetzt anders, ich habe das jetzt als eine Art templatized Version davon verstanden, was man dann kopieren kann, was man einfacher, was vielleicht Hosting, API Calls oder Passwort-Resets oder so, also so Dinge einfacher löst, standardisiert blöd, mit so Blöcken in irgendeiner Form. Also was hat den, meistens sind das ja große Märkte, die man da targeten muss, das habt ihr mit Blair ja damals schon gemacht. Was hat den Y Combinator aus deiner Sicht daran begeistert? Ja, also ich glaube, es waren zwei Hauptsachen. Zum einen, YC guckt zwar auch immer auf die Idee, auf das Businessmodell etc., aber in unserem Fall war es wahrscheinlich mit Abstand das Team. Wir haben YC schon mal gemacht, wir sind sehr eng mit der Community verwurzelt. Die haben gesehen, wie schnell wir bei Blair sehr große Sachen gebaut haben und dass es halt im Endeffekt quasi externe Umstände waren, die dazu geführt haben, dass wir die Blair-Journey nicht so zu Ende führen wollten, wie wir es wollen. Und haben gesehen, wie schnell wir das Produkt auch bauen und wie schnell wir neue Features shippen. Also das waren die Sachen, die sie gesagt haben, die sie primär überzeugt haben. Und dann zu dem Produkt an sich. Das Interessante an der Sache ist, es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Frontend einfacher zu bauen. Und es gibt sehr, sehr viele No-Code, Low-Code Frontend-Bilder. Es gibt aber sehr wenige Möglichkeiten, das fürs Backend richtig zu machen. Es ist auch nicht das einfachste Problem, das fürs Backend gut zu lösen. Aber du hast eben PG schon in den Raum gebracht. Und eine seiner Sachen, die mir immer sehr im Kopf stecken geblieben ist, dass
harte Probleme oft einfacher zu lösen sind als einfache PG Probleme. Paul Graham, da musste ich kurz nachdenken. Ah ja, PG, okay, sorry, ja. PG, sorry. Paul Graham. Einfache Probleme. Harte Probleme sind oft einfacher zu lösen als einfache Probleme. Der hat mehrere Gründe dafür. Einerseits, hartere Probleme sind einfach interessanter, das heißt, man kann auch bessere Leute dafür einstellen. Härtere Probleme sind auch oft unintuitiver, was heißt, weniger Leute versuchen dran zu arbeiten und man kann dann selber quasi einfach mehr Fortschritt machen, weil nicht irgendwie alle gleichzeitig dran arbeiten. Und wir glauben halt, wenn wir dieses Problem richtig lösen können, dann wird es ein sehr, sehr, sehr großes Business werden. Und ich glaube, das war auch die Sache, die YC interessant fand. Es ist nicht das einfachste Problem zu lösen, aber wenn es so einfach wäre, dann hätte es auch schon jemand gelöst. Und das ist eine Sache, die YC in der Regel relativ spannend findet. Und das war, denke ich, der Grund, warum die das Businessmodell an sich oder die Idee an sich interessant fanden. Verstehe, ja. Ich habe in der Folge vor zwei Folgen habe ich mit Mariam Hocobian gesprochen. Die hat Softer gegründet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hat jetzt, glaube ich, auch eine 15-Millionen-Runde geraced, kommt aus Berlin. Ganz spannendes Startup, was auch, also eher UI sozusagen per Drag and Drop mit No-Code oder Low-Code automatisiert. Und sie nutzen als Backend einfach Google Sheets und Airtable. Ja, und also das sind sozusagen die Datenbanken, darauf setzen sie die UI und in der UI kannst du auch gewisse Sachen machen, wie zum Beispiel Passwort Resets und so, und du callst automatisch dann, du hast auch CRUD, also das Create, was ist das R, habe ich vergessen, Update und Delete. Read. Genau, Create, Read, Update und Delete kannst du dann auch auf diese Datenbank machen. Ist das so ähnlich? Ist das ein Wettbewerber? Nicht unbedingt. Also es ist im ähnlichen Space, aber es ist auf jeden Fall kein direkter Wettbewerber. Software kenne ich. Ich habe mal ein bisschen auch mit dem Produkt rumgespielt. Aber wie du schon gesagt hast, konzentrieren sich meines Verständnisses nach mehr auf das Frontend, die UI. Und das ist auch einer der großen Unterschiede wieder. Was wir bauen, ist, du kannst komplett performante und skalierbare Backends in uns bauen. Und das geht halt mit Google Sheets oder Airtable nicht. Airtable hat API-Restrictions. Ich weiß nicht, was der aktuelle Wert ist. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, waren es, glaube ich, 6 API-Calls in der Sekunde plus. Du kannst halt ab einem gewissen Datenload einfach nicht mehr mit Google Sheets oder Airtable arbeiten. Und es gibt noch ein paar andere Gründe, warum halt eine richtige, in Anführungszeichen, Datenbank je nach Applikation einfach nicht funktioniert. Für einfachere Apps und je nach Use Case ist sowas wie Software enorm genial, weil Airtable und Google Sheets ermöglicht auch weniger technischen Leuten einfach selber Daten einzutragen und einfacher quasi Dinge zu bauen. In unserem Fall ist das Ziel aber, wirklich komplett skalierbare Apps zu ermöglichen mit unserem Backend-Builder, was ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber Software ist ein ziemlich cooles Produkt, meiner Meinung nach. Targetet nur ein bisschen eine andere Gruppe, weil in unserem Fall die End-User, die wir haben, sind technisch. Also die meisten unserer User sind vollwertige Engineers. Wir haben auch ein paar Leute, die wir semi-technisch nennen. Das sind jetzt keine Leute, die Production-Code schreiben, aber es sind Leute, die JSON verstehen, die wissen, wie eine API funktioniert und die vielleicht auch schon mal ein paar irgendwie kleine Skripts geschrieben haben, etc. Und nicht so sehr Leute, die quasi gar nicht technisch sind. Und genau, wir denken halt, dass wenn wir es schaffen, die Leute zu enablen, die auch das größte Budget in der Regel haben, die an den Kernapplikationen arbeiten, die wichtig sind im Unternehmen, dann schaffen wir es auf jeden Fall, großen Mehrwert zu schaffen, wenn wir die schneller machen, wenn wir für die Sachen vereinfachen und wenn wir für die Sachen wegabstrahieren. Verstehe, ja, das macht sehr deutlich. Und jetzt eine Frage, von der ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie schlau ist. Ich stelle sie dir trotzdem. Habt ihr mal darüber nachgedacht, ob ihr überhaupt Venture Capital Funding braucht für die Idee? Also vielleicht muss ich ein bisschen mehr Kontext geben für alle, die sich fragen, warum stellt ihr die Idee? Das ist doch so ein bisschen der normale Weg, ja? Man hat eine Idee, man pitcht für Geld und dann ist man halt schneller. Aber ich einigen Gründern spreche, dann gewinnt zumindest meinem anekdotischen Kenntnisstand immer mehr die Idee auch Befürworter, dass man sagt, ich versuche erstmal ein bisschen zu bootstrappen, ja, und ich versuche erstmal ein Stück weit auch ohne das VC-Geld was zu machen, denn wenn man VC-Geld annimmt, bei allen Vorteilen, dann, was vor allem Geschwindigkeit angeht, du hast gesagt, ihr habt schon 7 Leute, ja, ihr habt schon Entwickler, die wollen auch Gehalt bekommen, ihr lebt in New York und so weiter, braucht man ein bisschen Geld, aber viele sagen, ich will dieses VC-Spiel
ich möchte auch bewusst entscheiden, dass ich das Spiel mitspiele. Und das VC-Spiel ist nun mal auch größer werden, ja, höhere Bewertungen, höhere Equity-Runden, irgendwann dann auch mal ein Exit zu machen. Hat das irgendeine Relevanz, dieser Gedanke, für euch? Also, ich finde Gedanken gut. Relevanz hat es auf jeden Fall. Ich glaube, wie ich drüber nachdenke, ist, wenn es mir darum ginge, eine Cash-Cow zu bauen, mich selbst quasi in den frühen, wohlverdienten Ruhestand zu schicken und quasi über die nächsten 5-6 Jahre irgendwie 2-3 Millionen zu machen, relativ sicher, dann würde ich einfach bootstrappen. Es gibt sehr viele Dinge, die man meiner Meinung nach, wenn man quasi einmal auf dem Level war, dass man ein Startup gebaut hat, was irgendwie Venture Funding etc. hatte, die man bauen kann, wo man den etwas sicheren oder den quasi fast sicheren Weg zu gutem Wohlstand gehen kann. Aber das ist quasi nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, eine Enduring Company zu bauen, wie ich es vorhin gesagt habe. Und es gibt keine Enduring Company, die ich kenne, die in den letzten Jahrzehnten gebaut wurde, die ohne Venture Funding dorthin gekommen ist. Es gibt natürlich Erfolgsstories irgendwie aus der Bootstrap-Community. Eine sehr gute Erfolgsstory sind sogar auch Investoren von uns, die Colibri Games Founder, die ja auch gebootstrappt waren, bis sie zum 100x Millionen Exit gekommen sind. Was aber auch ein bisschen eine andere Story ist, weil es halt ein Gaming-Produkt ist, was nochmal ein bisschen anders funktioniert. Aber natürlich kann es irgendwie weit gehen, aber in der Regel, die wirklichen Enduring Companies haben in irgendeiner Art und Weise externes Funding eingenommen. Und das ist auch der Weg, den wir quasi hier gehen wollten. Ich glaube schon, dass es aber ein Umdenken gibt, was die Kapitalintensität selbst in der Startup-Szene und in der Venture-Back-Szene angeht. Dadurch, dass sich der Markt ein bisschen gedreht hat, dadurch, dass Profitabilität wichtiger geworden ist und dadurch, dass es auch einige VC-Player gibt, die teilweise Gründer dazu bringen wollen, die falsche Entscheidung zu treffen. Das heißt, es geht, glaube ich, für uns sehr stark auch darum, die richtigen Partner zu finden. Und wir sind auch generell nicht so starke Fans davon, Kontrolle abzugeben über unsere Company. Das haben wir auch bei der letzten, bei Blair haben wir keinen einzigen Board-Seat abgegeben in der kompletten Zeit. Auch jetzt halt noch nicht. Und es geht halt darum, quasi die richtigen Entscheidungen treffen zu können und mit den richtigen Partnern quasi zusammenarbeiten zu können. Was dann heißt, dass man nicht zu viel dilutet, dass man aufpasst, wie man die Struktur, also die Boardstruktur baut. Aber ich glaube, ohne externes Funding quasi den IPO-Case anzugehen, ist meiner Meinung nach fast unmöglich. Beziehungsweise benachteiligt einen so stark, dass es deswegen wahrscheinlich nicht der schlauste Weg ist. Aber den Bootstrap-Weg zu gehen, respektiere ich sehr. Ich habe ein paar Freunde von mir auch, die vorher Venture-Backed Sachen gemacht haben, die jetzt bootstrappen. Es ist einfach eine andere Art und Weise, über ein Unternehmen nachzudenken. Weil, das muss man ja auch sagen, der Großteil von Unternehmen, die es da draußen in der breiten Welt gibt, sind ja auch nicht Venture-Funded. Der Großteil ist ja entweder bootstrapped in Quotation Marks oder früher ist man zur Bank gegangen und hat sich einen Kredit geholt, den man dann über die Zeit zurückzahlt. Das ist ja das, wie die, ich nenne es jetzt mal die normale Unternehmerwelt funktioniert, wenn man SMEs baut oder ähnliches. Genau, aber in unserem Fall war das einfach nicht das erklärte Ziel. Deswegen haben wir da nicht so viel drüber nachgedacht, sondern mehr über die Kapitalintensität nachgedacht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich irgendwann oder dass wir irgendwann auch mal Sachen bauen, die vielleicht bootstrapped sind. Ich meine, wir sind noch einigermaßen jung, wir fühlen uns nicht immer so, aber es gibt noch viel Zeit irgendwie im Leben, um coole Sachen zu bauen. Beantwortet es die Frage? Ja, total. Ja, ich finde es ein spannendes Gespräch, weil auch dazu kommt ja noch das Thema AI-Tools. Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass wir in eine Welt gehen, in der eine Person oder zwei, drei Personen das machen können, was vielleicht im Jahr 2005 10 Leute gemacht haben. 100%. Vielleicht sind wir irgendwann mal auch, wo geht diese Zahl hoch auf 20. Wenn ich mir so typische Firmengrößen, abhängig von natürlich dem Vertical, aber von der Series A, da ist man vielleicht bei 20 Personen gar nicht mehr so weit von entfernt. Ja, das heißt, also dann ändert sich ja auch so ein bisschen die Mathematik, ja, die wir gerade in der VC-Welt haben, dass man vielleicht gar nicht mehr so viel Geld braucht, um halt 20-Personen-Firma hochzuziehen, sondern es sind nur noch zwei Gründer. Das finde ich das ein spannendes Thema, weil ich glaube schon, dass da auch möglicherweise die VC-Logik ein bisschen sich ändern muss. Ja, also die ganzen Economics, die dahinter stehen, wenn auch Gründer halt andere Möglichkeiten haben. Ja, ich glaube schon, dass die Hebel sich stark verändern werden in den nächsten Jahren. Ich glaube trotzdem, dass es hängt in der Regel so viel mehr daran, eine Company zu bauen, als
das Produkt zu beschleunigen oder eben, man kann natürlich auch mittlerweile schon irgendwie Backoffice-Sachen automatisieren, die dann vielleicht auch noch besser irgendwie mit LLMs etc. funktionieren werden. Aber es gibt einfach normalerweise so viele unterschiedliche Sachen, auf die man sich fokussieren muss, dass, wenn es jetzt nicht noch irgendwie signifikant weitere Fortschritte auf der AI-Seite gibt, ja, also kann natürlich immer passieren, dass es, glaube ich, trotzdem schwierig ist, zumindest große Enduring Companies zu bauen. Ich glaube, dass es sehr viele Stories geben wird von kleineren Teams, die signifikanten Wert schaffen und dann vielleicht auch das Unternehmen dann verkaufen oder einfach sehr viel Recurring Revenue machen und sich ihre sehr großen Cash Costs bauen. Ich glaube, mit der momentanen Technologie, zumindest wie ich es irgendwie mitbekomme, wird es schwierig, das komplett zu ersetzen. Zumindest, wenn man wirklich das Spiel irgendwie bis zum großen Exit, also bis zum großen IPO durchdenkt. Aber ich glaube schon, dass sich sehr viel, was die Teamstruktur angeht, ändern wird. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja. Ja, Mike, wir drohen uns zu verquatschen, weil wir so viele Themen haben, ehrlich gesagt. Ja, weil ich musste unbedingt natürlich mit dir Y Combinator, Blair, Fast Gen natürlich auch. Aber dieser Podcast, also viele unserer Hörer hören diesen Podcast natürlich, weil wir mit spannenden Gründern, so wie mit dir, halt auch über deren Geschäftsideen sprechen. Meine These ist, dass Leute wie du, die jetzt was Neues machen, du hast wahrscheinlich einige haben Notizbücher, einige speichern das irgendwo in der Ecke ihres Kopfes ab, aber ständig irgendwelche Chancen sehen, wo man unternehmerisch loslegen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man den Code der Matrix liest, dann sieht man eigentlich überall Opportunitäten, wahrscheinlich auch du. Das heißt, lass uns doch mal in den Detail unseres Gesprächs einsteigen. Ich weiß auch, du hast uns ein, zwei Geschäftsideen mitgebracht. Lass doch mal bei der ersten anfangen. Ja, gerne. Also wie ich schon kurz vorher erwähnt habe, ich habe zwei Sachen mitgebracht oder zwei Kategorien. Die eine, wo ich selbst Lust hätte, das zu bauen und große Opportunities sehe, gerade zum jetzigen Zeitpunkt oder gegebenenfalls auch später. Und dann habe ich noch ein paar Requests for Startups, wie es YC auch nennt, von denen ich es bitte gerne hätte, dass jemand anders sie zeitnah baut, weil ich keine Lust drauf habe, sie zu bauen, aber sie sehr, sehr, also es sind große Probleme, meiner Meinung nach gute Startup-Cases. Aber lass uns gerne mal mit was anfangen, was ich sehr interessant finde, einfach von der Art und Weise drüber nachzudenken. Also wie ich über Spaces nachdenke oder Business-Ideen nachdenke, ist, es gibt sehr viele Opportunities da draußen und ich sehe auch immer wieder Opportunities, die interessant sind. Aber von den Opportunities treffen auf mich halt auch nur eine bedingte Nummer von Opportunities zu. Wir haben vorhin das Beispiel genannt, Alternative Foods. Es gibt so viele Opportunities in diesem Bereich, nicht nur was die Direct-to-Consumer-Kreierung von neuen Gerichten oder neuen Arten von Proteinen etc. angeht, sondern auch gerade, was die Infrastruktur dahinter angeht, was die komplette Supply Chain, die damit zusammenhängt. Da gibt es so viel, aber das ist nichts, was ich persönlich ansprechend fände, weil ich glaube, einfach nicht die richtige Attraktion zu dem Markt, beziehungsweise auch dann, wenn es in Biotech geht, nicht das richtige Skillset mitbringe. Eine Sache, die ich sehr interessant finde, ist, und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die stärker kommen wird, meiner Meinung nach, ist, ich nenne es Tech-Enabled Verticalized Service Businesses. Und das hört sich jetzt nach sehr vielen Buzzwords irgendwie hintereinander an. Aber ich erkläre kurz, was ich damit meine. Meiner Meinung nach, es gibt sehr viele sehr dezentralisierte Industrien da draußen. Ich kann einfach mal ein paar Beispiele nennen. Es gab diese richtig großen, in Deutschland, genau, super Beispiel. In Deutschland gab es ja irgendwie damals Movinga und Movago irgendwie im Umzugsbereich. Dann gibt es halt immer wieder diese Sachen, die versuchen, das irgendwie auf Marktplatzart und Weise zu konsolidieren. Aber wie ich drüber nachdenke, ist, wenn ich eine Enduring Company bauen will, die vielleicht nicht in 3 Jahren eine Series B raised, aber von der ich sehr sicher bin, dass sie in 10 Jahren sehr viel wert ist, dann würde ich mir diese etwas dezentralisierten Märkte anschauen, wie zum Beispiel den Markt für Klempner, den Markt für Elektriker. Es gibt sehr wenige, sehr große Companies, die quasi sowas national oder teilweise auch auf Staatenart und Weise komplett übernehmen, aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, dass man, wenn man quasi einen komplett vertikalisierten Player bauen würde in einer dieser Subindustrien, dass man über die Zeit sehr, sehr, sehr viel Geld machen könnte, aus zwei Hauptgründen. Zum einen, diese Industrien sind teilweise von der User Experience im Jahr 1998 stecken geblieben. Im besten Fall. Genau, ja. Viele von denen, man muss sie noch anrufen, man weiß teilweise nicht, ob sie kommen. Man hat irgendwie kein wirkliches Gefühl dafür, wie gut die sind, wenn sie irgendwie vorbeikommen. Das ist bei Leuten, das kann in der Renovierungsindustrie sein,
Klempnern, Elektriker, sehr viel im Handwerk. Ja? Und was viele Leute machen, ist irgendwie Tooling dafür bauen oder Marktplätze dafür bauen. Gute Freunde von mir von PowerUs, die bauen auch den Marktplatz und das irgendwie das Ausbildungssystem und die Jobsuche irgendwie für diese Leute. Aber ich glaube, dass man, wenn man quasi einen kompletten Player baut, der einfach teilweise diese Art von Unternehmen aufkauft, selber dann irgendwie den kompletten Prozess von A bis Z ownt, dass dort sehr, 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 sehr viel Potenzial ist. Weil, wie ich gerade gesagt habe, die wirkliche End-User-Experience ist oft sehr schlecht, aber der Demand dafür wird immer da sein. Wenn das Rohr bricht, brauchst du einen Klempner. Wenn du dir eine neue, I don't know, wenn du deine Klimaanlage in deiner Wohnung irgendwie, was jetzt mehr ein US-Ding ist als ein deutsches Ding, aber wenn die irgendwie neu installiert werden muss, wenn du, egal wie handwerklich begabt du als Normalperson bist, das kannst du halt nicht selber machen. Da brauchst du halt einen Experten für. Und ich glaube einfach, Märkte, die quasi, egal was irgendwie passiert in der Ökonomie, die gleiche Nachfrage haben und trotzdem noch sehr, sehr, sehr undigitalisiert sind, sind einfach sehr spannend. Genau, ja. Das ist eine Idee, die ich sehr interessant fand, sogar auch als wir uns jetzt überlegt haben, was wir als nächstes bauen, die aber, glaube ich, auch ein gewisses Long-Term-Investment braucht, um da signifikant quasi Returns zu sehen. Mhm. Lass uns mal da drauf doppelklicken. Ich finde es einen super spannenden Gedanken. Also ich formuliere es mal in meinen Worten. Du sprichst von ich würde es jetzt mal tech-ferne Branchen, das ist Handwerkerbranche, ist natürlich fantastisch, weil die meistens natürlich nicht ganz so nah sind an Technologie und auch sehr dezentral. Das heißt, es gibt einen in Offenburg, gibt es den Klempner, den gibt es halt nicht in Hamburg, ja, und den in Berlin gibt es nicht in Münster. Und du sagst jetzt, warum löse ich das Problem nicht so ein bisschen wie so ein Mac-Makler? Ja, gut, das ist ein Marktplatz, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ja, aber du, was du eigentlich meinst, ist eine nationale Player, ein Unternehmen, was national auftritt, das vielleicht verschiedene Franchise-Nehmer hat und dann insbesondere dadurch überzeugt, dass die User Experience tech-getrieben ist. Nämlich, ich kriege dann halt vielleicht über eine App gesagt, ich bin zwischen 15 und 16 Uhr da, oder ich sage erst 15 und 20 Uhr, aber je näher es rückt, sagt dann, ich bin wahrscheinlich um 15.30 Uhr da, ja, und zeigt mir vielleicht sogar an, wie bei meiner Lieferdienst-App, dass jetzt ist der irgendwie drei Ecken weiter und jetzt macht er in 10 Minuten. Oder ich kriege vielleicht meine Rechnung darüber oder was auch immer. Ja, da ist ja wirklich nichts technologisch. Und vielleicht noch ein Gedanke, den ich dazu einwerfen kann, ist, ich glaube, dass viele dieser Handwerksbetriebe auch ein Nachfolgerproblem haben. Ja, ich glaube, dass man eigentlich, jetzt kann man überlegen, baue ich das selber oder aber werde ich so eine Art Aggregator, es gibt ja auch Companies, die haben Amazing Brands oder Seller X in Deutschland zumindest, die haben die Amazon Stores aufgekauft. Warum mache ich das nicht für Handwerksbetriebe? Ja, ich glaube, da gibt es auch schon ein, zwei, die sowas machen. Mhm. Und stülpe sozusagen mein User-Frontend oben drauf und baue sozusagen den deutschlandweite Marke für, sei es Renovierungen, sei es Klempnern, Umzüge, Solaranlagen. Die sind natürlich in Deutschland gerade der große Hype, ja, weil man sonst nicht mehr heizen kann. Und so weiter. Das ist ein sehr spannender Gedanke, Mike. Genau, und das ist auch die Art und Weise, wie ich drüber nachdenken würde. Ich glaube, man müsste quasi in Anführungszeichen am Anfang ein, zwei der Betriebe aufkaufen oder irgendwie aggregieren. Man muss sich natürlich auch, wenn man nicht selbst aus der Branche kommt, was wahrscheinlich die meisten Leute dann auf die meisten Leute zutreffen würden, die diese Art von Unternehmen tech-enabled aufbauen würden, müsste man sich auch die Expertise ins Haus holen. Und die holt man sich am besten ins Haus, wenn man jemanden nimmt, der sehr erfahren in dieser spezifischen Branche ist. Und ich glaube, das Interessante ist einfach, dass die Margen sind sehr gut, die Handwerker sind ausgebucht bis zum geht nicht mehr. Es wird auch wenige Dinge geben in den nächsten 10, 15 Jahren, die das ändern. Weil Robotics ist nicht weit genug, dass sie dir einen Roboterklempner nach Hause schicken können. Und wie gesagt, Rohre werden immer brechen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt sehr viele verschiedene Verticals, die man sich da anschauen könnte. Und diese User Experience ist einfach so, und ich habe das gemerkt, als ich das letzte Mal zu Hause war und ich mit meinem Papa darüber gesprochen habe, dass wir einen Elektriker brauchen, der irgendwie vorbeikommen könnte. Wir hatten jemanden, den wir irgendwie gut kennen, der ist dann aber in Rente gegangen und dann mussten wir irgendwie neuen finden. Es war ein kompletter Albtraum. Ich habe teilweise ein paar Digitalmarktplätze versucht, die haben dann irgendwelche Angebote gemacht, aber dann kamen die nicht oder viel zu spät. Dann wusste man im Nachhinein auch nicht mehr, was ist denn jetzt der Stand.
Also ich glaube, da könnte man eine Experience drumherum bauen. Gerade wenn man sich ein spezifisches Vertical nimmt und dann da einfach die komplette Wertschöpfungskette von A bis Z durchgeht. Ich kenne sogar ein, zwei Leute, die das auch hier in den USA machen wollen, in verschiedenen Branchen. Ich glaube, das Interessante an dem Space ist, es ist kein super obvious VC-Case, ja, weil die VCs wollen irgendwie ihre Softwaremargen und es ist irgendwie nicht die traditionelle Sache. Aber wir wollen ja auch hier über Sachen reden, die ein bisschen spannender sind. Weil sonst würde ich einfach sagen, okay, wir bauen LLM-Tooling. Ja, das ist der biggest No-Brainer, den es irgendwie gibt. Large Language Models werden größer. Wenn du technisch bist, baust du halt Tooling dafür, weil es gibt noch nicht viel Tooling. Aber das ist ja nicht das Interessante, worüber wir sprechen wollen. Wir wollen über ein paar unintuitivere Sachen sprechen. Und das wäre, glaube ich, eine coole Sache, wie man meiner Meinung nach mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn man gut executed, auf jeden Fall ein sehr profitables, sehr großes Unternehmen bauen kann. Super spannend. Finde ich total interessant. Werde ich mal drüber nachdenken und vor allem, wie man das machen kann. Ich habe vielleicht noch einen Gedanken und da kriege ich wahrscheinlich böse E-Mails geschrieben. Aber ich habe mal mit einem Gründer gesprochen aus dem Restaurantbereich. Und den habe ich gefragt, Mensch, warum ist denn eigentlich Restaurants so wenig digitalisiert? Ja, es gibt Restaurant Tech Car, das wird immer mehr. Und der hat mir gesagt, ganz banal, viele Restaurants arbeiten halt auch im Graubereich des Gesetzes. Ja, nicht alle, aber es gibt manchmal auch gewisse Anreize, vielleicht nicht jede Rechnung einzubuchen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das auch ein Fall sein kann, denn Technologie heißt auch immer, Book of Records, ja, heißt immer Nachverfolgbarkeit. Das, manchmal sind es ja die Kleinigkeiten, die am Ende über die Adoption entscheiden. Das hat mich damals überrascht im Restaurantbereich. Vielleicht könnte das auch ein Faktor hier werden. Ja, das ist ein lustiges Beispiel, weil damals, als ich bei Uber ein Praktikum gemacht habe, das war 2016, hat sich die Taxiindustrie, wie sie es immer noch machen, darüber beschwert, dass Uber ohne die Taxilizenz halt irgendwie nur mit der Mietwagenlizenz die Wagen hin und her schickt, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. Das Lustige war, dass sie dann auch immer darauf gepocht haben, dass irgendwie das schädlich wäre etc. Und dann ein paar Wochen später kam die Studie raus, dass die Taxiindustrie mit die größten Schwarzarbeiterzahlen und die meisten Steuern halt quasi aktiv hinterziehen, die es irgendwie so gibt. Und ich glaube, klar, dass der Handwerkerbereich davon irgendwie profitiert, weil wenn du halt irgendwie die Einkommensteuer etc. nicht irgendwie abgeben musst, ist gut. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie hinderlich wäre, da einen großen Player signifikant aufzubauen. Aber das sind genauso Details, die logischerweise, über die man nicht direkt nachdenkt, die gegebenenfalls dann irgendwie Barrieren sein könnten. Gerade wenn man irgendwie über die Profitabilität der ganzen Sachen irgendwie nachdenkt, sehe ich auf jeden Fall den Punkt. Und ich glaube sogar, dass es logischerweise in der Servicebranche stärker ist als in anderen Branchen. Gerade in Berlin sogar lustigerweise. Berlin ist eine der wenigen Weltstädte, die ich kenne, wo es sehr viele Restaurants gibt, die weiterhin nur Bargeld akzeptieren. Und ja, jedes Mal, wenn ich Freunde von international habe, die mich damals, entweder als ich in Berlin war, besucht haben oder jetzt teilweise da gehen, die wundern sich dann, weil die haben teilweise einfach kein Bargeld und fragen mich des Öfteren, warum Berlin so Bargeld versessen ist. Und Steuern sind oft einer der Hauptgründe. Ja, auch beliebter Trick in Berlin ist, du kriegst keine Endrechnung, sondern eine sogenannte Zwischenrechnung, die du dann bezahlst. Möglicherweise könnte da auch ein Trick sein. Wir sind schon über einer Stunde, Mike, schon fast wie angekündigt. Jetzt können wir die Leute natürlich nicht mit diesem Cliffhanger hängen lassen. Du hast von zwei Geschäftsideen gesprochen. Das heißt, lass uns doch noch, wenn du die Zeit hast, doch noch auf die zweite Idee gehen. Ja, und ich würde am Ende zumindest eine Minute kurz meine Requests, muss ich kurz rausschicken. Aber los, die andere Art und Weise ist sogar eher ein Konzept, wie man über Ideenfindung nachdenken kann. Was auch zwei meiner guten Freunde gemacht haben und was ich mir selbst auch ein bisschen angeschaut hatte. Und zwar, was ein sehr interessanter Trend ist, ist, sich erfolgreiche Software-Companies anzuschauen und dann zu überlegen, wie kann ich dieses Konzept in einem Open-Source, Open-Core-Model umsetzen. Und da gab es jetzt auch in meinem YC-Batch ein paar Leute, zum Beispiel in meinem YC-Batch, gute Freunde von mir bauen in Physical, die machen Doppler Open Source, das ist einfach so ein Secret Manager, den die meisten oder den viele Engineers benutzen und die bauen es jetzt als Open Source Produkt. Und anderer Freund von mir, auch Deutscher sogar, baut Calendly Open Source, cal.com. Und es gibt einfach sehr viele von diesen SaaS-Tools, die man sich anschauen kann, wo man quasi die Grundfunktionalität nachbauen kann,
aber es als Open-Source-Produkt bauen kann und dann damit einen ganz anderen Markt erschließen kann. Einerseits sehr Privacy- und Security-fokussierte Leute, weil wenn du denen den Source-Code eben zeigst, dann können die das einfacher benutzen. Und ich glaube, von dieser Art von Companies wird sehr, sehr, sehr viel, also es gibt schon einige, aber es wird sehr viele geben, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren mit diesem Modell erfolgreich sind. Ein super Beispiel ist auch Superbase, die quasi so ein moderneres Firebase bauen, Open Source auch. Und ich glaube, wenn man sehr technisch ist und da die richtige, quasi den richtigen Engel findet, das gut zu bauen, ist das eine sehr interessante Art und Weise, darüber nachzudenken, wie man gute Ideen finden kann. Das ist auch ein sehr interessantes Problem, weil Open Source hat natürlich auch dann teilweise Monetarisierungsprobleme, gerade traditionell. Aber es gibt immer mehr Unternehmen, die es rausfinden, wie man das richtig macht und wie man da trotzdem sehr viel Geld mitmachen kann. Also das wäre eine Art und Weise, wenn ich ein technisches Gründerteam wäre, dann würde ich mir diesen Space um einiges genauer anschauen, weil es sehr viele Vorteile hat gegen etablierte Player, die etablierten Player nicht so einfach kopieren können. Was du normalerweise nicht oft hast, wenn du dir neue Geschäftsideen anschaust. Weil nehmen wir mal AI als Beispiel. Du kannst natürlich jetzt auch einfach sagen, okay, wir bauen ein AI-based CRM, aber wer sagt mir denn, dass Salesforce nicht auch ein sehr cooles AI-based CRM gerade baut? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Salesforce komplett ihr Produkt open-sourced, ist einfach relativ gering. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel aus der CRM-Welt. Genau, also das finde ich einen sehr interessanten Ansatz zumindest, wie man da Geschäftsmodelle finden kann. Und wie monetarisieren die? Also ich mache jetzt mal ein Wikipedia, das ist kein Tech-Tool, aber ja. die nerven dann immer mit einem Spendenaufruf. Ja, Mozilla, weiß ich auch nicht, wie die es machen. Ich glaube, wahrscheinlich auch Donation-basiert, zumindest nicht werbefinanziert, glaube ich. Wie können die dann Geld machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es dann du kannst es quasi Open Source anbieten, du downloadest dir quasi den Source Code, du hostest selber und dann bieten aber viele dieser Anbieter auch eine Hosted Version an, die sie selber hosten und darüber machen sie dann Geld. Okay. Das heißt, Leute spielen damit rum, wissen, dass es Open Source ist, können sich den Code angucken, wollen es aber nicht selber hosten. Das heißt, die verdienen dann darüber Geld. Und dann gibt es Enterprise Licenses, wo in der Regel meines Wissens nach das meiste Geld mittelfristig mitgemacht wird. Das heißt, die Enterprises, die wissen dann zwar, okay, das ist der Code etc., aber dann bauen quasi diese Unternehmen zusätzliche Funktionalität darauf, die dann nur für Enterprises relevant sind. Und das können dann verschiedene Sachen sein wie SSO-Access oder noch irgendwelche bestimmten Features, Dashboards für Manager, verschiedene Dinge. Also es gibt dann quasi den Open Core, deswegen nennt sich es doch, also man unterscheidet momentan irgendwie ein bisschen zwischen like, traditionell Open Source und dann modern Open Source oder Open Core. Und es gibt mittlerweile Ideen, wie man das monetarisiert, weil genau das traditionelle Open Source ist einfach, alles ist Open Source und man muss über Donations sich quasi über Wasser halten oder einfach über den Goodwill von Leuten, weil es gibt ja auch Leute, die einfach aus Spaß an Open Source Projekten teilnehmen und Sachen dafür bauen, habe ich auch schon gemacht. Genau, aber das Open Core Modell hat halt irgendwie dann bestimmte Dinge, wo man dann für zahlt, aber man kann sich den Code theoretisch, zumindest wenn es keine Enterprise Lizenz ist, auch einfach so runterladen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Dann sind wir ganz schön weit gekommen. Jetzt kommt ein Witz, den nur ganz wenige Leute verstehen, aber ich glaube, die werden lustig finden. Kennst du noch WinRAR? Ja, genau. Ich noch. Das hatte ich auch immer gefragt. Möchtest du bezahlen? Ja. Und alle haben einfach Nein geklickt, weil es konnte es einfach benutzen, ohne dass irgendwas passiert ist. Also, we've come a long way since WinRAR. Ich habe mich auch immer gefreut, wenn die dann wieder fragen, ja, hast du Lust zu zahlen? Du kannst einfach jedes Mal Nein drücken. Ich glaube sogar, ich habe... Also bei Wikipedia spende ich ab und zu immer und WinRAR habe ich mir so eine Lizenz gekauft, weil ich mir gedacht habe, ihr habt mir schon so viele Sachen ausgepackt hier, dann kann ich euch auch mal ein bisschen Geld rüber. Es hat mir einfach so leid getan irgendwann. Ja, das ist Mitleid. Okay. Ja. Okay, jetzt hast du Calendar gesagt. Hast du da so ein paar? Ich kenne zum Beispiel eins, das PIM, also Produktinformationsmanagement, Daten, Open Source und dadurch Geld macht. Gibt es irgendwelche so offensichtliche Kandidaten, wo du sagen würdest, bau da ein Open Source Modell auf? Im CA hast du ECRM genannt. Ich glaube nicht, dass es das eine obvious, den einen obvious Bereich gibt, sondern dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, womit sich Leute auskennen und was sie machen wollen. Also es kann halt entweder in die Deeper Tech-Richtung gehen, wenn man halt irgendwie in den Security-Bereich schaut, wo Open Source oft relativ wichtig ist. Und dann kann es aber auch so eher usergetriebene SaaS-Sachen geben, wie zum Beispiel das Kalenderbeispiel, was ich gebracht habe. Ich glaube, was wichtig ist,
dass es Sachen sind, die quasi entweder von einer gewissen Zielgruppe einfach oft benutzt werden und die quasi auch schon gezeigt haben, dass Leute dafür zahlen würden. Ich glaube, das ist irgendwie eine gute Mischung an Dingen. Und ich glaube sogar, dass CRMs nicht unbedingt das beste Beispiel sind, weil CRMs sind sehr, sehr, sehr kompliziert zu bauen. Das heißt, man sollte sich ein Subteil davon aussuchen. Weil man, an CRMs haben sich schon sehr viele Leute die Zähne ausgebissen. Dann nehmen wir lieber HubSpot, ja. Ja. Alright. Mike, du bist ein sprudelnder Quell von Ideen. Wir können wahrscheinlich deutlich weiter länger weiterreden. Aber was ist denn dein Request for Startups, bevor wir langsam in die Finale rufen? Ja, also ich hab drei Sachen ganz kurz. Eine Sache, es sollen sich mehr Leute um Longevity Research kümmern. Ich bin leider nicht die richtige Person dafür, weil ich, wie gesagt, kein Biotech-Founder bin, aber ich glaube, es ist viel zu wenig Fokus auf dem Space, obwohl einige gute Fortschritte gemacht werden. Also das ist Request Nummer 1. Kümmert euch darum, dass wir alle länger leben. Request Nummer 2, Pilot für Deutschland. Für die Leute, die Pilot nicht kennen, das ist ein Accounting-Service ein Tech-Enabled Accounting-Service für Unternehmen. Und meiner Meinung nach ist der komplette Accounting- und Steuerteil in Deutschland einfach so nervig. Ich persönlich habe damit nicht so viel zu tun, weil ich primär halt in den USA aktiv bin. Aber habe halt auch die ein oder andere GmbH schon gehabt, beziehungsweise habe auch noch eine GmbH. Und es gibt einfach keine guten Tech-Enabled-Services dafür. Und ich verstehe es nicht. Ich will es aber auch selber nicht bauen, weil ich mich nicht mehr mit Bürokratie und den ganzen anderen Sachen beschäftigen will. Aber meiner Meinung nach ist das so ein No-Brainer, mindestens diese Cash-Cow, wenn nicht sogar diesen sehr großen Player zu bauen. Und da gibt es auch in den USA sogar mittlerweile einige Player, die sehr viel Geld machen. Also das ist noch ein Request, was rausgeht an alle Leute, die es Leuten in Deutschland einfacher machen wollen, Companies zu bauen, weil das Backoffice in Deutschland ist so viel komplizierter, als es in anderen Bereichen gibt. Und dann vielleicht noch eine Sache hinterhergeschoben, das ist jetzt wieder ein bisschen US-zentrischer. Ich glaube, Verticalized Payroll Companies werden auch sehr, sehr erfolgreich sein, weil Payroll war jetzt irgendwie lange Zeit noch mit traditionellen Systemen. Es gibt irgendwie Gusto und Rippling, die in so Tech-Enabled Circles relativ groß geworden sind. Es gibt Rapbook, die für Hollywood Payroll machen. In meinem Batch gab es ein Unternehmen, was für Construction Companies Payroll macht. Also Verticalized Payroll Companies in den USA finde ich sehr spannend. Würde ich aber auch niemals selber bauen wollen. Also ja, das waren vielleicht noch so ein paar Sachen hinterher. Aber ja, bitte, wenn irgendwer Pilot für Deutschland baut, dann schreibt mir gerne sofort. Wir haben den ersten Kunden. Optimal. Mike, was für ein wilder Ritt, ja. Wir sind vom Y Combinator über Blair zu FastGen und jetzt zu deinen Geschäftsideen gekommen. Wie immer, danke, dass du beim zweiten Mal dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg vor allem mit FastGen. Danke, hat mich wie beim letzten Mal sehr gefreut und bis bald.